Der Rosenbauer waren die Hauptgründe für die Entwicklung des CFD. Die große Frage, wie wird Feuerwehr in 10 oder 20 Jahren funktionieren? Wir haben gesehen, es braucht eine neue Plattform. In Zukunft müssen die Fahrzeuge leichter bedienbar sein. Die Fahrzeuge müssen in Summe kleiner sein von den Abmessungen und natürlich auch im Einklang mit der Umwelt stehen, das heißt auch abgasfrei fahren können. Grundsätzlich sprechen wir ja bei dem Entwicklungsprojekt von einem Gesamtfahrzeug. Das heißt, geht los bei einem Antrieb, Fahrwerk, über die Gesamtaufbaustruktur bis hin zur Elektrik, Elektronik. Es war für uns 2016, wenn wir das Fahrzeug das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben, natürlich ein großes Fragezeichen, wie werden die Kunden, wie werden die Feuerwehrleute reagieren. It's definitely the vehicle of the future and I'm massively impressed by it. So a future fire vehicle, yeah, definitely. First impressions is very impressive in what you've managed to do from electrical point of view plus an innovative point of view. Of the layout of the cab, etc. Very, very impressive. This is really fantastic because it has a very small turning circle, so it's much more maneuverable to help people to get around. It's got a good space inside so that people can talk. It's quite quiet. Das fährt sich einfach anders als wie ein normaler LKW. Es ist wesentlich stabiler auf der Straße. Es ist viel agiler. Das heißt, die Beschleunigung ist einfach besser. ERT ist das Serienfahrzeug. ERT steht für Revolutionary Technology, beschreibt eben den ERT als Produkt. Wo wir beim CFD primär im Fokus hatten, einen Technologieträger zu bauen, einmal, haben wir nun ja die Herausforderung, Fahrzeuge zu bauen, die mehr oder weniger multiplizierbar sind. Das heißt, auch die Produktionskosten, die Fertigung, die Montage muss so gestaltet sein, dass das ohne Probleme vonstatten geht. Man kann sagen, vom CFD zum ERT wurden alle Hardware-Komponenten getauscht. Das geht von der Federung los, über das HV-System, über den HV-Lieferanten bis zu der gesamten Achsgeometrie. Das Kundenfeedback war natürlich enorm. Und uns hat es stark geholfen, herauszufinden, welche Funktionalitäten für die Kunden besonders wichtig sind. Wie zum Beispiel Ergonomie, der permanente Allradantrieb und der niedrige Schwerpunkt. Vor allem das Arbeiten mit dem Team rund um den ERT bedeutet besonders viel Freude und seit Beginn an sich fast ein bisschen wie ein Lebenswerk anfühlt. First of all, emphasizes the leadership that Rosenbauer takes, and it's a pioneering product into this area. But second, and for us as a partner to Rosenbauer, it's so great to see what the teams have achieved together. I think it's been a really, really good collaboration between the teams, that we can merge our technology into the vehicle of the Rosenbauer, and that we have a common goal. I'm really, really proud of this cooperation. Together with Rosenbauer, we can develop a product that's much more competitive for benefit for Rosenbauer and benefit for Volvo Penta moving forward. So I think that's a challenge, but it's a very positive challenge to take on. Es ist gerade sehr schön, wenn man bei so einem großen Feuerwehrhersteller arbeiten kann und einfach wirklich maßgeblich da die Zukunft mitbestimmen kann. Und ich denke mal, wenn nicht wir, wer kann es dann machen? Ja, super. Also mein Meilenstein, den wir wieder geschafft haben. Kann mich noch zurückerinnern beim CFD, wie wir den Meilenstein gehabt haben. Und das ist einfach ein Moment, den man nicht so schnell vergisst. Super, ich bin echt stolz auf das Team. Respekt an die Kollegen. Gewaltig, was wir geschafft haben, gemeinsam. Der ERT hat eine wahnsinnig große Bedeutung für Rosenbauer. Es ist ein Meilenstein in unserer Entwicklungsgeschichte. Es wird ein Benchmark sein in der urbanen und kommunalen Feuerwehr. Es ist ein Fahrzeugkonzept, das zu 100% auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Feuerwehren hin entwickelt wurde. Es ist ein Fahrzeug, das kompromisslos nur für die Feuerwehren gebaut wird.